Hallo, herzlich willkommen hier bei mir, Cat. Heute geht's weiter mit Alice. Und zwar ist Erntezeit, ja, voll im Stress. Der Weizen ist ja gut und jetzt kommt der Gerste auch noch bald dazu. Und ja, machen wir mal das Beste draus. Müssen wir erstmal gucken, wo das Fett überhaupt ist. So, das ist natürlich die Burgdorf. Dorf. Und ja, natürlich wieder der John Deere, wo immer wackelt. So. Ja, bei uns sind ja auch voll im Stress, ey. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. So. Und wollen wir mal natürlich nicht so weit. So, mit dem alten Ding da rumfahren. Aber er tut noch seine Pflicht. So. Muss nicht angehen. Na jetzt. So, wackel. Ja, ich sitze hier in der glühenden Hitze und mir läuft alles runter. Ist hier viel zu heiß. Aber es wird ja bald Regen geben. Da muss man schon ziemlich ins Bein mit dem. So. Und dann kann man noch Ballen pressen hinterher. So. Und gucken, wie lange das wir brauchen für das Fell. Bestimmt so eine Stunde, oder? Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Ah ja, gut, passt schon. Also brauchen wir keine Stunde. Also jetzt in Realzeit. Hier vielleicht ein paar Minuten. Wenn überhaupt. Ich habe ja ein großes Schneidewerk. Dann geht's ja. Und ja, ich möchte jetzt noch einen kleinen Hinweis loswerden. Also die Map hat ja einer behauptet, das wäre ja die Stappenbank. Das ist nicht die Stappenbank. Burgdorf. Und so muss keiner kommen und sagen, das ist die nachgebaute oder laute Stappenbach. Das ist er eben nicht. Die ist von Grund aufgebaut. Ja, ich weiß das, weil ich war ja praktisch dabei. Ich sitze ja nebendran. Oh, schon voll? Okay. Ging ja schnell her. Oh, der hat aber nicht ein großes Fassungsvermögen. Okay. Naja. Weizen halt. So. Das ist halt kein GTA. Das wäre ja mal was, Traktorenrennen in GTA. Das wäre doch mal geil. Also ich wäre sofort dabei. Der größte fette Traktor. Das wäre ja mal einfach zu geil. Oder hier könnte man mal machen, wenn ich eine bessere Leitung habe. Könnte man auch mal ein Traktorenrennen machen. Der schnellste gewinnt. Preise gibt's keine. Ist einfach nur so. Konvektor.
Kohle. Polanski. So, weiter geht's. Ja, was ich gesehen habe in Deutschland, das habe ich auch noch nie gesehen. Da muss man stehen beim Dreschen. Kennt ihr das? Also, das ist ja wirklich was ganz, ganz Altes wahrscheinlich. Der hat da gestanden und hat gedroschen. Ein Mähdrescher. Also, das kenne ich gar nicht. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Das ist auch Richtung Klettgau, war das. So, Süden von Baden-Württemberg. Weil wir waren ja im Rheinfall. Ja, Rheinfall. Ne, da haben wir das gesehen. Ich dachte, okay, also da muss er lange stehen, bis er das Feld fertig ist. Und das war ja nicht mal klein. Also, dann lieber sitzen. Sogar der hat zum Sitzen. Aber das wäre doch mal geil im Mode, da nicht zum Stehen. Ich muss mal Junior fragen, ob er sowas herbringt. So ein Mod. Ja, das wird doch mal was. Da. Fahr mal auf und ab. Ja, es wird dunkel. Schon abends. Ja, und vor unserer Nase ist dann auch noch ein Häcksler gefahren mit Glas. War krass, man. Ich dachte, oh nein. Jetzt halt der Verkehr auf. Schon war versucht, Bilder zu machen. Ich konnte nicht während dem Fahren. Also wie gesagt, es findet alles auf Facebook statt. Ganze Bilder, was es Neues geht. Seht ihr dann alles auf Facebook. So, machen wir den drehen hier. So, Delay. Das ist erst 18% voll, geht's noch. Schaffen wir das rückwärts? Passt doch, oder nicht? Schöner Sonnenuntergang. Bestimmt bald Regen. So. Ach, Mist. Falsche Taste. Ja, der Mais kann man auch bald wechseln. Jetzt ist erst mit der Weizen dran. So. Fahren wir noch diese Runde. Und dann ist auch schon wieder die Zeit um. Also. Wenn ihr was schreiben wollt, also ihr könnt ruhig schreiben und die Kommentare dafür sind auch da. So, wenn ihr was wissen wollt oder wenn ihr was sagen wollt, also Beleidigungen, dann könnt ihr ruhig schreiben. Und die, wo im Urlaub sind, denen wünsche ich einen schönen Urlaub. Meiner ist bald vorbei. Oh, schade. 2 Wochen sind wirklich schnell rum. Aber ich da muss 6 Wochen Urlaub. Stück.
Aber da wird man ja blöd 6 Wochen ohne Beschäftigung, außer Internet. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Was soll mein Lernender sagen, wenn ich 6 Wochen nicht da bin? Ja. Okay, das war's dann mal wieder. Und wie gesagt, die Kommentare schreiben, dafür ist es ja da. Und wenn es euch gefallen hat, ja, schreiben, einfach schreiben. Sonst auf Facebook gucken. Link ist wie immer unten. Und viel Spaß mit dem Video. Ciao.